Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Den vierten Teil in der Assassin's Creed Reihe natürlich wieder, wie ich es immer schon in den letzten Parts erwähnt habe. Und ja, was kann ich sagen? Das wird die letzte Aufnahme für den heutigen Tag, wie ich aufnehme. Aber nicht die letzte Aufnahme per se, die ich überhaupt mache. Das Einzige, was ich auf jeden Fall mal eben mache, ist mir hier den Aussichtspunkt zu holen, weil das ist schon mal eine der Sachen, die ich auf jeden Fall hier haben möchte. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie vernünftig hinkomme, ohne großen... übertriebenen Aufwand. Okay, hier ist irgendwo eine Kiste, die will ich dann. Da nicht. Hier dann irgendwo. Da. Sehr schön. Okay, davon gibt es ein paar mehr hier auf der Insel. Aussichtspunkt ist ja noch nicht mal da. Na super, der ist hier gewesen. Klassiker! Nein! Das ist auch ein Klassiker, wenn man ganz kurz auf ein Handy guckt, weil es vibriert. Man sollte halt echt nicht zocken und gleichzeitig aufs Handy schauen. Na gut. Zum Glück gibt es hier eine Leiter, dann sind wir schnell wieder oben. Moment, gibt es vielleicht am Turm auch eine Leiter? Ich sehe einfach keine. Auf jeden Fall keine. So. Ich sollte echt aufhören, aktiv überhaupt das Handy dann anzugucken, wenn es vibriert, sondern erst, wenn ich sicher irgendwo stehe. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier denn haben. Ach, ist ja schön. So, von der Truhe aus arbeite ich mich dann runter. Sofern hier nicht irgendwie die Sachen auf dem Weg liegen. So wie hier zum Beispiel. Alter, das mit diesen Kisten, ne, und dass man da immer rauf klettert und dann irgendwie runterhüpfen muss, ist richtig ekelhaft manchmal, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade eben gemerkt habt, weil ich saß da, ich habe nach vorne gedrückt, er ist nicht einfach runtergesprungen, nein, der Boden ist ja ein Stück zu tief an der Ecke. Man könnte ja runterfallen. Ich kann auch nicht mal E drücken, so. Mal Fun Facto. Fun Facto sei schon. Mal so nebenbei erwähnt sei. Also, dass er gleich da hochhüpft, ne? Na gut. So, der Shanty ist da oben auf dem Seil, der wird auch nochmal richtig schön
zum Einsammeln. Bin ich jetzt zu hoch? Ah, ne, da oben. Okay. Ja, ich sammle das jetzt eben nochmal vorweg ein. Ich weiß, es ist halt blöd, erst recht wieder in einer, in Anführungszeichen, neuen Aufnahme, wo ich eigentlich nur zu dieser Kapitänskajüte soll. Aber hey. So, ich mach das mal von der Seite. Mir kommt das nämlich irgendwie ein wenig sicherer. Immer wenn ich mich erstmal ausrichten möchte, dann fliegt's schon los, ne? So, geschafft. So, was haben wir denn noch hier? Nichts mehr. Wir haben nur noch diese zwei Kisten hier vorne, dann, wenn ich dann wieder hier vorne bin. So. So, so, so. Aus Theorie her hätte ich das dann auch schon direkt mitnehmen können. Hab's wieder mal nicht gemacht. Wollte halt einen Doppelweg laufen. So. Fragmentstück in der Richtung auch noch einsammeln. Wenn er halt nicht so komisch drüber hüpfen würde über manche Sachen. So. Und das ist wieder unterhalb. So. Kiste und die Flasche. Zum Ort Orthe Mainer Geburt. Earth Mainer Geburt. Ja, wie gesagt, die Briefe, Manuskripte, USW gehen wir in einer Sonderfolge durch oder in mehreren. Und wahrscheinlich werden die einfach zwischendurch mit drin sein. Also die werden nicht erst am Ende kommen. Ich habe mir das jetzt umgeplant, sondern die werden einfach mal zwischendurch einfach mit drin sein. Dann sind da dann halt noch 5 Minuten sammeln und so wieder mit drinne oder sowas in der Richtung. Und dann war es das auch schon wieder von dem Part dann. Aber immerhin hat das ja einen Grund, warum ich das mache. Damit ich halt nicht alles immer auf Zwingen und Abbrechen durchmache. So, ich glaube, hier haben wir alles jetzt. Kann ich nicht nachgucken, weil es hier keinen richtigen Missionsort gibt. Aber hey, ich bin mir relativ sicher. Wir haben. Doch, wir haben alles. Kisten habe ich alle eingesammelt. Handys gab es eh nur einen. Manuskript gab es nur eins. Und die Fragmente waren auch nur 3. Und die habe ich alle. Hä? Alles klar, Kenway. Läuft bei dir? Alter, was ist denn? Hallo Spiel, was zum Glück gar nicht herumbackt. So, Kapitänskajüte. Ach ja, sehr schön. Schiff ausrüsten. Was? Schiff ausrüsten. Wir können hier quasi. Okay. Was hier? Ausrüstung wechseln. Oh, okay. Ah. Monturen. Edward Kenway Kutte. Alter ihr Iban La Ahat Robe. Etli Auditore Robe. Connors Montur.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich kriegt man manche Dinger nur, wenn man die vorigen Spiele besitzt. Ich weiß nicht, ob das halt stimmt, aber okay, wenn es so ist, ist es halt so. Brauner Mantel, Piratenmantel, Montur mit blutroten Mantel, Freibeutermontur, Piratenkapitänsmontur, Händlermontur, Politikermontur, Entdeckermontur, eigentlich immer dieses Montur dabei, ne? Governors, Offiziersmontur, Templerrüstung, Tarnmontur, Meyer-Montur, Montur von Edward der Legende, Jägermontur, Katzenfellmontur, Haijägermontur, Walfängermontur, ne? Aber alles so schöne Kleinigkeiten, die wir haben. Achso, ich habe natürlich noch nicht die Pistole und so durchgegangen. Piratendonnerbüchse, normale Radschlosspistolen, spanische Offizierspistole, Kanonenlaufpistole, goldener Steinschlosspistole und Kapitänsradschlosspistole. Ach stimmt, die kostet nichts, ne? Die wollte ich ja, ne? Geht trotzdem nicht. Okay, egal. Will ich immer zu weit zurückgehen. So, und hier sind halt die ganzen Schwerter. Ich glaube, ihr lest das euch mal selber eben schnell durch. Die Namen. Bei mir wird eigentlich der Mund wieder trocken und ich will nicht alle paar Minuten was trinken müssen. Was ist das denn? Sieht sehr schön aus. Hat aber, glaube ich, keine besondere Funktion, also. Oder doch? Pistolenschwert? Ich hatte davon mal gehört, glaube ich sogar. Egal, muss ich mal gucken. Was ist denn eigentlich beim Pistolenschwert da? Steht da irgendwas mit bei? Geschwindigkeit, Combo, Schaden. Ein paar seltene, aber authentische Pistolenschwerter, die für ihren eingebauten Knalleffekt berüchtigt waren. Achso, das knallt einfach nur, damit man halt ein bisschen den Gegner nochmal zusätzlich erschrecken kann. Verstehe. So, gebührt mir die Ehre, dass ich mich hier hinsetze? Nein, gebührt mir nicht. Was soll ich dann hier hinten, hä? Verlassen. Hab jetzt nichts gemacht? Vielleicht geht das auch so. Okay. Offensichtlich hätte ich ja tatsächlich noch was da machen sollen. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Ich habe es auch gelesen, Breitseitenkanonen. Hätte ich mal vielleicht vorher lesen sollen. So, kaufen, Jacob Upgrade, Breitseitenkanonen, bestätigen. Alter, wie viel man hier upgraden kann. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal sagen, ob wir permanent dieses eine Schiff haben oder ob später auf ein anderes Schiff gewechselt werden kann, weil dann würde ich sonst drauf verzichten, es zu sehr zu überarbeiten, wenn wir in Aussicht haben, dass wir noch ein anderes kriegen können. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Lassen Sie sich erstmal einen feinen Tropfen schmecken. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei.
Eine gute Idee. Mission beendet. Verdammt, ein Jagdschiff plündern. Das hätte ich machen können, weil mich doch eins verfolgt hat. Ja, nachdenken ist immer so im Nachhinein. Egal. Wie gesagt, einiges werde ich nochmal im Off für mich selber machen müssen. Also an sich auch Missionen wiederholen. Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Was aber zur Debatte steht, dass wahrscheinlich jetzt der Part gleich schon wieder am Ende ist. Ich lasse sie mehr Pech auftragen. Großsegel setzen! Ist der Vorn hochgeklettert? Bergen! Alle Segel bergen, Männer! So, ich lass mal eben... Festmachen und zwar ordentlich! Öffnen und trimmen! In die Richtung raussegeln. Wo bleibt der Junge mit dem Handwerk? An die Schulter oder Fockmast! So. Reisegeschwindigkeit kriege ich halt nur, wenn ich in einem grünen Bereich vom Windrichtung bin. Von einer Windrichtung bin. Und nicht, wenn ich hier irgendwie, ja, unnötigerweise, ja, entgegen des Windes steuere. Ich gehe nochmal ganz kurz in Option. Ich muss das nochmal prüfen. Ob das unter Musik... Ja. Es fällt unter Musik. Das ist nicht zum Herumspielen da. Gib den Wind nach! Große... Kriege ich vielleicht noch ein Shandy zu hören? Nur ganz eventuell. Segelreffen raus aus der Bö! Steuerbord, Captain! Menschliches Treibgut, Captain! Einholen! Einholen! Bring die Hauptsegel in den Wind! Arm- und Marssegel festzurren! Großsegel rein, Bramsegel reffen. Stoff und rum, rum, hey. In die Rahn aus dem Wind, Feuer! Bitte auf dein Zeichen, Captain! Royal Navy! Feuer! Nur das eine Schiff, Captain! Alles klar für den Hauptprall! Fliegen im Wasser, Sir! Halt dich vor! Die Herren fliegen und entern, Sir! Sündloch verstopft! Wir werden einholen und aufgehen! Sie haben uns, Captain! Oh, komm schon! Bin ich gerade durch den Boden gefallen? Peinlich. Einfach nur peinlich. Okay. Aufgehen, aufgehen! Alle Segel niederholen! Das ist, glaube ich... Sie singen gerade. Entschuldigung. Okay, schade. Also sobald ich das verlasse, das Steuer, hören sie auf zu singen. Okay, sehr schönes Detail. Muss ich mal wieder Ubisoft auch wieder loben. Dürft euch alle auf die Schulter klopfen, alle Ubisoft-Mitarbeiter, die das mit eingebaut haben. Aber leider muss ich wieder ein bisschen runterdrehen.
Ich will mal ganz kurz einfach nur prüfungsweise. Captain in der Salzlake. Captain in der Salzlake. Ich finde das immer so amüsant, so diese Sprüche. Captain in der Salzlake. Läuft bei denen also. Nee, also hier brauchen wir definitiv erst noch die Tauchglocke, bevor wir hier irgendwas erreichen können. Na gut. Immerhin ist das auch hier ein Schnellreisepunkt. Soweit ich sehe. Von daher ist das eh ganz einfach zu erreichen. Na gut. Warte, muss ich da in ein rotes Gebiet? Sehe ich das richtig? Vor allem muss ich überhaupt noch in ein Gebiet, weil ich glaube, ja, jetzt sind wir schon bei 20 Minuten und ich habe irgendwie nicht wirklich viel erreicht, ne? Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe ja eigentlich jetzt heute in dieser Folge ja nur gesammelt, dann mache ich jetzt, nee, Quatsch, in der Folge? In der letzten habe ich gesammelt, glaube ich. Je nachdem, wie es auch ist, ich würde sagen, wir machen jetzt hier und jetzt an der Stelle mal wieder Schluss. Ist mal wieder ein kürzerer Part, es tut mir leid. Aber ihr merkt gerade, ich bin ein bisschen, ja, nicht mehr ganz wach. Obwohl es noch früh am Morgen ist. So, gespeichert hat das Spiel ja. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal hier wieder, wenn es heißt Assassin's Creed Black Flag. Wenn ihr zu der Zeit hier einschaltet. Ansonsten natürlich zu Borderlands, Rayman 2, The Binding of Isaac oder in naher Zukunft vielleicht wieder Staxel oder Paladins oder Overwatch. Ich merke gerade, ich habe einige Spiele auf Schippe. Staxel kommt ja, wie gesagt, wieder, wenn... Ja, da kommt ja dann in Anführungszeichen die zweite Staffel, wenn ich dann nochmal Neustart mache, aber die erste Staffel wird noch weitergeführt, wenn das Update kommt. Und wie gesagt, ganz neue Staffel mache ich dann ja, wie gesagt, auch Mods rein, USW, zum Beispiel Kristalle, Diamanten, USW, diese Mods halt, womit dann, wo ich halt dachte, das gehört zum normalen Spiel. Was das Spiel aber nochmal sehr besonders macht. Also es ist wie bei Minecraft mit Mods zu spielen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden jetzt mal eben versuchen, noch einmal im Spiel ein Bild zu kriegen. Damit meine ich halt, dass ich das Spiel dann auch vernünftig beenden kann und nicht einfach über Taskmanager beenden muss. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich natürlich für all eure Aufmerksamkeit und würde sagen, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich erwähne es immer wieder gerne, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, empfiehlt mich weiter, USW. Und von daher wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche, schöne Tage. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Haus, haut rein und ciao.